Wenn ich mit Patrick von CCO zurzeit das sogenannte Business Development mache, sieht das für Außenstehende hier immer so aus, als würden wir chillen und nichts machen, glaube ich. Weil ich nehme dann ganz gerne mal eine sehr bequeme Haltung ein, da hinten auf der Couch. Und bei einer dieser Sessions, beziehungsweise diese Woche, ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema rausgekommen. Erstens haben wir herausgefunden, wie viel Umsatz wir pro Vertriebler nächstes Jahr zusätzlich reinholen müssen, damit wir den Jahresgesamtumsatz erzielen können. Das sind Tim, Patrick und ich, die dann die Vertriebler sind. Und zweitens ist uns da recht schnell klar geworden, dass das Überraschung ohne ein vorgelagertes Marketing-Team überhaupt nicht funktionieren kann. Und jetzt machen wir uns natürlich Gedanken darüber, wie soll eigentlich so ein Marketing-Team aussehen. Tim wird auch irgendwo an der Schnittstelle zwischen Marketing und Sales auch arbeiten. Er wird auf jeden Fall viel Outreach machen, viel Media-Outreach auch und versuchen halt unser E-Book zu positionieren, aber auch unsere Story ein bisschen nach draußen zu bringen mit einer Pressemitteilung dann ab dem Herbst. Naja, wir können gerade nicht dieses volle Commitment fahren, dass wir sagen, zwei Stellen, Marketing, Vollgas, sondern müssen da ein bisschen sparsamer vorgehen. Die zwei Stellen, die auf Marketing jetzt gehen sollen, sind Money, Creative, Juliane, Performance, aber zu einem gewissen Teil. Und sehr viel in der Umsetzung sollen sie dann mit einem Werkstudenten machen. Damit wir da einfach kosteneffizienter arbeiten können und die beiden halt auch noch intensiver erstmal bei Kundenprojekten bleiben können. Die werden so ein gewisses Aufgabenspektrum jetzt erhalten. Dieses Aufgabenspektrum ist mega spannend, weil wir auf der einen Seite, wie unser Tech-Partner, den wir jetzt haben, mit dem wir gemeinsam diese Leads angehen, mit dem möchten wir auch Co-Marketing machen. Das heißt, gemeinsames Publishing, gemeinsame Erstellung von E-Books, Lead-Sharing, gemeinsame Lead-Generierung, gemeinsam einfach in den Markt nochmal reingehen und versuchen, die Marketing-Kapazitäten zu bündeln und dadurch mehr herauszuholen und auch effizienter, da weniger Aufwand bei gleichem Ertrag. Dann habe ich diese Woche ein Angebot für eine Roadshow bekommen, wie wir gemeinsam halt wirklich aktiv Partnermarketing deutschlandweit betreiben könnten mit kleinen Workshops, Seminaren oder Vorträgen, die man dann direkt vor Ort in den jeweiligen Städten für Entscheider anbietet, Großstädten für Entscheider anbietet, um daraus möglichst schnell Leads zu generieren. Dann ist ein Riesenthema unsere eigene Website, die gerade im Aufbau ist. Die muss möglichst schnell vermarktet werden. Das wird auf der einen Seite Tim über Online-PR dann über ein Outreach machen, über Seeding machen. Das werden Manni und Juliane mit dem E-Book anbefeuern, dass wir direkt atomisieren und auch in Form von Blogartikeln raushauen können auf unserem Blog, auf unserem Magazin. Und dann kommen noch ein paar Paid-Themen dazu, höchstwahrscheinlich Facebook sowieso. Und wir wollen mal gucken, wie wir mit AdWords fahren können.